herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menisi, ich bin Host und Gründer dieses Podcastes, na klar, und auch Auswandererin. Mit der gewonnenen Green Card, 2 Kindern, einem Jack Russell, 7 Koffern und ganz wenig Budget bin ich 2014 in die USA ausgewandert. Straightforward haben wir in North Carolina, in Charlotte gelebt, in Portland, Oregon und sind nunmehr seit 2020 in Südkalifornien in der Nähe von San Diego. 3 Firmen habe ich hier gegründet und natürlich hier diesen Podcast auf den Weg gebracht. Ja, ganz viel haben wir gesehen in den letzten 7 Jahren. 40 Staaten bin ich bereist oder habe ich mit meiner Familie bereist. Und ein Staat in der Tat fehlt mir noch. Und da geht heute unsere Destination Special Folge hin. Und zwar reisen wir mit der Sabine nach Alaska. Mega geile Folge. Also ich habe das echt auf meiner Bucketlist stehen, wenn auch gleich ich, glaube ich, im Winter reisen werde. Und ihr werdet vielleicht verstehen, warum, wenn ihr die Folge bis zum Schluss anhört. Ja, bleibt dran, hier geht es gleich los und viel Spaß auf der Reise. Ja, herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute haben wir wieder eine Destination-Special-Folge und ich habe zu Gast die Sabine. Hi Sabine, wo bist du? Hallo Monique, ich bin in der Mitte von Alaska. Oh. In Fairbanks. Oh mein Gott, was für ein aufregendes Ziel. Also das hatten wir noch überhaupt nicht im Podcast bisher und ich glaube, dass wir da so viel Neues bei lernen, weil ich muss gestehen, auch ich war noch nicht in Alaska. Also ich kenne 40 Staaten und habe so das meiste gesehen von den USA. Aber Alaska ist noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Deswegen finde ich das total spannend, dass du mich jetzt heute da schon mal virtuell mit hinnimmst. Ja, der Fleck ist auch meistens weiß, weil wir haben 7 Monate Winter. Von dem her bist du da schon richtig. Momentan ist der Fleck recht grün, aber es dauert nicht mehr allzu lange und dann ist er wieder so weiß, wie wir es gewöhnt sind hier. Sag mal, warum lebst denn du dort? Was hat dich da hingebracht? Die Army hat uns hierher geschickt. Also mein Mann ist im Militär und die haben beschlossen, die schicken uns vom Backofen aus Virginia in den Freezer nach Alaska. 2017. Wahnsinn. Ja, also jetzt gut 4 Jahre. Oder? Wie lange bist du jetzt da? Ich bin Dezember 2019. Nach Virginia. Genau, und dann 2019, nach 2 Jahren Virginia, sind wir dann hierher nach Alaska. Also wir hatten gerade Halbzeit, ich habe so eine Countdown-App in meinem Telefon und da waren neulich erst die Tage genau gleich, was wir hier sind und was wir noch haben. Also 1,5 Jahre haben wir jetzt noch hier. Also insgesamt 3 Jahre wirst du dort bleiben. War das so dein Wunschziel, Alaska? Warst du begeistert oder war das eher so, ach du Schande, jetzt komme ich aus Deutschland und habe gedacht, ich lebe in Amerika, da will ich ja jetzt nicht noch mehr Winter haben, als wie ich das überhaupt in Deutschland gewohnt bin, oder wie war das? Also du hast bei der Army so eine gewisse Auswahl an Duty Station Orten, wo du halt hin kannst mit dem jeweiligen Job, was der Soldat macht. Und bei ihm ist das sehr, sehr limitiert. Also der arbeitet mit Helikoptern und diese spezielle Sorte, die gibt es nicht überall. Und wir haben wir zählen hier als Übersee Duty Station. Da gibt es nur 5 Möglichkeiten für Übersee. Da ist unter anderem Hawaii dabei, da wäre ich auch gern hin. Also ich hoffe, kann er vielleicht als nächstes dann kommen? Vom Schnee könnte vielleicht, auf die Insel. Vielleicht ist es unwahrscheinlich, aber du weißt es nie mit der Army. Und der hatte halt, Deutschland war er ja schon und dann hätte man nur so ein paar hier auf dem Kontinent haben können. Und ich dachte halt, die schicken uns, was weiß ich, nach Colorado oder nach Texas. Oder die lassen uns in Virginia, weil er da in so einer Schulinstallation war. Und es sah dann auch aus, als hätten wir da noch ein Jahr. Und aus dem Blauen raus kamen dann die Orders. Und wir hatten Alaska auf unserer Top-3-Liste, aber halt auch nur, weil wir so viele Möglichkeiten hatten. Mhm. Und ja, und dann hieß es Alaska. Und es war schon so, wuff, im ersten glaube Moment. Glaube ich. Also, wo in Alaska lebst du? Also wir sind in Fairbanks, man nennt es die Golden Heart City, so heißt es, nennt sich die Stadt selber. Wir sind wirklich in Interior Alaska, also genau in der Mitte.
Ich habe dann mal mit Insta in den Story-Highlights so ein Where We Are drin, wo ich so rauszoome aus der Landkarte. Also es ist wirklich genau in der Mitte von diesem riesigen Staat. Unfassbar. Also, gibt es da auch Menschen oder seid ihr da alleine? Ja. Nee, das ist ein paar haben wir schon. Naja, ich meine, Alaska ist der größte und der dünnst besiedelste Staat von den 50 US-Bundesstaaten. Das sollte man einfach mal wissen, dass man sich überhaupt diese Größe vorstellen kann. Ne? Ja, also ich erkläre das immer, die Größe ist, man kann es nicht verarbeiten. Also wenn man es auch sieht hier, man kann es schwer begreifen, weil wir haben hier so einen Skihügel nicht weit weg, da bin ich mal raufgefahren letztes Jahr. Und die Aussicht, also du siehst, es ist kein Ende in Sicht. Und wenn du dann denkst, ja, das ist eine Riesenaussicht, dann verstehst du erst, dass das nur ein Fragment von diesem riesen Staat ist. Mhm. Und Texas ist ja schon riesig und Texas passt 2,25 Mal in Alaska rein. Krass. Also und nur mal so, als wir mal so Cross-Country gefahren sind, haben wir durch Texas einen ganzen Tag gebraucht. Ja. Also das ist ungefähr so wie von Flensburg nach München, würde ich mal sagen. Ja. Also von mir in die nächste Stadt ist genauso lange, wie wenn du von Nürnberg nach Hamburg fährst in Deutschland. So ungefähr 7 Stunden. Also richtige Stadt nach Anchorage. Das sind so ein paar Dörfer dazwischen, aber es ist als Stadt bezeichnet. Und so viele Einwohner wie Anchorage hat, so viel Moose, also Elche gibt es in der Stadt, ungefähr gleich viel. Unglaublich! Also, sind hast du dir das hier so vorgestellt, als du da hingezogen bist? Oder warst du dann, obwohl man sich das schon annähernd vielleicht vorstellen kann, warst du erstmal völlig von der Rolle? Ja, also die Distanzen, die Distanzen sind einfach schwer zu begreifen, wenn man es nicht selber gesehen oder gefahren hat. Also es ist unglaublich riesig, unglaublich wild. Wir haben ja auch nicht so viele Highways hier. Also es gibt ja von Fairbanks jetzt nach Anchorage nur einen Highway, der da geradeaus durchgeht. Dann ist ein Highway oben in den Norden rauf und dann gibt es nur welche, die gehen Richtung Westen und Süden. Also es ist nicht so, dass du hier einfach wild in der Gegend rumgurken kannst mit dem Auto. Also es gibt schon Dirt Roads, aber wenn man halt jetzt auf der Straße bleiben möchte. Mhm. Und dieser eine Highway, der geht halt schnurgerad bis nach Anchorage und da fährst du halt im normalen Wetter so 6,5 bis 7 Stunden. Wenn jetzt Winter kommt, dann ganz was anderes wieder. Aber ist dir schon mal so was so richtig Verrücktes passiert, wo du so denkst, das passiert hier nur in Alaska? Also hast du mal schon mal so einen wirklich Hammer-Moment, wo du so denkst, das hätte ich im Leben nie gedacht, dass mir sowas mal passiert? Ja, also ich weiß noch, wir waren hier gerade einen Monat da oder so und sind zum H&R Block gefahren, downtown, um hier zum Steuer machen und plötzlich ist ein Moose halt quer über die Straße. Das habe ich auch gefilmt damals. So 10 Sekunden, also steht der rennt da plötzlich ein Elch mitten in der Stadt über die Straße drüber. Das so, war als so ein dahin gehören, ne? Ja. Wahrscheinlich also war es total normal, oder? Nur für dich? Der hat's eilig gehabt, ja. Der wollte zum U-Haul. Da ist er jedenfalls in den Parkplatz rein. Ja, vielleicht wollte er auch weg, ne? Ja, das passiert schon mal. Also, das muss hier rumstehen. Das ist ganz normal für uns. Was magst du denn jetzt besonders an deiner, also jetzt bist du ja nicht gewählt dahin gegangen, sozusagen, wie jetzt vielleicht manch ein oder andere Auswanderer, sondern du wurdest dahin entsendet. Aber ich kann mir vorstellen, dass man ja vielleicht nicht immer alles schlimm oder alles gut findet, aber was ist so, was du wirklich richtig toll findest, was du nicht erwartet hattest an deiner neuen Heimat oder temporären Heimat? Ja, also ganz, gutes Wildlife hier ist halt wirklich krass. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Tierliebhaber. Und für mich ist das, es ist schwer zu sagen, wie dankbar ich bin dafür, dass ich das erleben darf, dass hier so viele Tiere einfach da sind, wo ich das Glück habe, die in jeden Tag, wenn ich will, jetzt wenn ich aus der Stadt fahre, finden kann und die bestaunen kann, weil das halt solche enorm, wie die Moose jetzt zum Beispiel, die sind ja 2 Meter hoch oder so, also wie ein Garagentor, wie die überall hier rumstehen, das ist eine Sache, die weiß ich so sehr zu schätzen, da bin ich so dankbar dafür, oder dass man halt einen Grizzlybär, hat man neulich erst einen Grizzlybär gesehen, und dann die Nordlichter natürlich, also ich hatte da schon eine Vorstellung davon, aber dass ich halt, wenn sie stark genug sind, aus meiner Haustür raus
rausgehe und nach oben gucke und ich sehe Nordlichter. Das ist auch eins von den wirklichen Highlights, wo ich unfassbar froh bin, dass ich das erleben kann und dann auch mit meiner Followerschaft teilen kann, dass sie mal so einen Einblick bekommen hier, wie das ist, wenn man hier wohnt und das halt im normalen Tagesablauf dann hat während der jeweiligen Saison. Also das sind Sachen, die liebe ich sehr. Ja, das ist halt das Schöne so am Instagram, ne? Dass man das wirklich so auch mitleben kann und nicht nur in so einer Dokumentation so Ausschnitte sieht, sondern man sieht dein Leben in dieser Natur. Und das finde ich ja irgendwie auch nochmal ganz besonders. Was ist aber trotzdem so, was du gar nicht magst? Also wo du sagst, boah, da bin ich dann froh, wenn ich hier wieder weg bin. Kann ich gut und gerne drauf verzichten. Ja, also so schön ist es, in so einem riesigen Staat zu leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens jetzt in Fairbanks zu verbringen, ganz ehrlich, weil die Distanzen sind einfach zu groß. Ich bin jemand, der geht gerne mal in ein Museum oder ich fahre mal ins Zoo oder ich habe in Virginia wir waren eine Stunde vom Ocean weg, also nur wegen Verkehr. Wir waren schon näher Luftlinie. Aber ich fahre gerne einfach mal kurz irgendwo hin und das kannst du hier halt nicht machen, weil wenn ich jetzt ans Meer will oder in den Zoo will oder nur zu Target, wir haben hier nicht mal ein Target. Oh, dann wäre das schon ein Dealbreaker. Also wir sind ja auch schon oft umgezogen, aber wir haben so einen Deal, meine Tochter und ich. Wir ziehen nur irgendwo hin, wo es ein Target und ein IKEA gibt und bei Trader Joe's wären wir noch so vielleicht kompromissbereit, wenn es einen anderen Organic-Supermarkt gibt. Aber ansonsten, okay, somit hat sich jetzt Alaska für uns erledigt. Also Fairbanks auf jeden Fall. In IKEA kann man nicht mal hier bestellen. Also die liefern hier nicht hin. Das ist auch so eine Sache, die mir wirklich, was heißt auf den Nerv geht, aber es ist schon sehr, sehr inconvenient, wie man so schön sagt, sehr unpraktisch, wenn man jetzt irgendwas braucht und man bekommt es hier halt nicht wegen der Lage. Du hast, wenn du jetzt Gemüse kaufst in den Supermärkten hier, wo wir haben 5 größere immerhin, aber der Produce ist halt dann schon schlecht, wenn es hier ankommt zum Teil. Also du meinst Gemüse und so Obst und so frische Sachen, ne? Das hält sich nicht so lange, weil bei uns alles auf dem Schiff kommt und dann eingebarscht wird, also auf so Kähnen. Und das, wenn jetzt hier das Schiff mal Probleme hat, gerade im Winter oder so, dann hat halt die ganze Stadt mal keine Milch mehr kurzzeitig. Ist schon sehr unpraktisch, aber gut, kann man mit leben. Das sind so Luxusproblemchen, aber was für mich schwer macht, hier zu bleiben, ist halt einfach die Distanz, weil du fährst aus der Stadt raus und du kommst nie irgendwo an. Du fährst raus 2 Stunden, 3 Stunden und dann irgendwann drehen wir halt immer wieder um und fahren wieder nach Hause, weil du halt nicht ankommst irgendwie. Ja, das glaube ich, ist erstmal eine totale Ungewöhnung, ne? Jetzt bist du ja auch noch gar nicht so lange in den USA, also 2017, ne, hast du gesagt. Genau. Diese Distanzen und wahrscheinlich ist das ein völlig anderer Lifestyle vom Leben, den du jetzt da in Alaska hast, auch zu allen anderen Bundesstaaten vermutlich, oder? Also vielleicht Montana noch oder so. Ja, Montana ist auch noch recht weitläufig oder Texas, wir sind ja auf dem Weg hier von Virginia. Wir haben einen riesengroßen Roadtrip gemacht. Wir sind durch 18 Bundesstaaten hierher. Also wir haben einen Haufen gesehen auf dem Weg. Unter anderem auf Texas. Meine Cousine, die lebt auf Fort Hood. Und dann haben wir die da besucht, also in der Nähe von Austin. Und sind dann von da aus über New Mexico. Und Colorado. Das meinte ich, genau. Diese Strecke da, die todlangweilig. Also ich habe jetzt kein Problem, solche Strecken zu fahren. Es ist auch immer super geil, wenn man hier voll schöne Sachen sehen kann. Es war so Texas besonders, weil halt diese Ölpumpen überall waren, statt aus wie bei Dallas. Ja. Also es war wirklich interessant. Aber wenn man dann da lebt, ist das immer eine ganz andere Sache, ob es noch schön ist, wenn man dann 4 Stunden bis zum Walmart fahren muss zum Beispiel oder so. Das, für einen Urlaub ist es immer ganz, ganz anders, als wenn man dann wirklich da wohnt. Ja, das stimmt. Gerade hier, also wenn man jetzt nach Anchorage geht, ins Südliche von Alaska, das ist ja die größte Stadt in Alaska, die ist größer als die Hauptstadt. Die meisten meinen, Anchorage ist die Hauptstadt, aber das ist Juneau. Das ist ganz, ganz anders als hier, wo wir sind. Die haben da ein Target, sogar 3. Die haben mehr Läden, als wir hier haben. Du bist nicht so beschränkt. Du hast mehr Möglichkeiten, dich zu beschäftigen, außer zu wandern oder fischen oder so. Und
das ist eine ganz andere Infrastruktur als jetzt bei uns hier. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Alaska steht aber schon immer so auf meiner Bucketlist trotzdem, ja. Weil ich, ja. Also zumindest zum Urlaub machen, zum Leben habe ich ja schon ausgeschlossen. Kein Target, kein Leben. Kein Target. Es ist auch verdient auf jedermanns Bucketlist. Also ganz wirklich. Ich klinge immer so undankbar, aber es ist wirklich verdient auf jeder Bucketlist. Jetzt, ich würde am liebsten ja jetzt schon sofort kommen, weil ich habe kürzlich, interessanterweise haben wir irgend so ein, ja, meine Tochter stellt immer abends irgendwie, wir sagen immer, das sind die Cami-Fragen, dann stellt sie immer so Fragen, was sind die größten Nationalparks in den USA? Mhm. Und dann habe ich gegoogelt und ich hätte jetzt wirklich Stein und Bein drauf geschworen, dass es der Yellowstone ist oder vielleicht der Denali und dann der Yellowstone. Und musste aber feststellen, oh, jetzt kommt Alaska, 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 Alaska und dann kommt erstmal weit unter ferner liefen vielleicht an Platz 4 oder 5 der Yellowstone und da habe ich so gedacht, wow, und der ist schon groß. Ja, also wer den mal so gefahren ist von Ost nach West und so, da denkt man schon, man ist in einer ganz anderen Welt. Ja. Und auch so die Fläche des Grand Canyons und so, das ist ja auch schon massiv. Und also mir dann nur so vorzustellen, dass die Nationalparks in Alaska ja mal zigfach größer noch sind als schon das ist sehr diese schwer zu begreifen. Imposanten Naturspektakel. Jetzt komme ich zu dir, liebe Sabine. Du bist die Expertin und freue mich einfach mal mit dir so ein paar Tage. Normal frage ich den einen Tag ab, aber bei dir nehme ich mir jetzt schon mal ein paar Tage, weil ich weiß, wir fahren ja im Zweifel erstmal einen wir Tag, müssen ein um Stück fahren, zu kommen. Also ich komme einfach mal so ein paar Tage zu dir. Wo nimmst du mich denn mit hin? Was zeigst du mir denn von deiner temporären Auswandererstation sozusagen? Ja, also wenn du Fairbanks zuerst besuchst, ich sage immer so scherzhaft, die 15 Aktivitäten oder Attraktionen, die wir hier haben, die hast du ja auf 2 Tage abgearbeitet. Das geht ganz schnell. Aber es ist trotzdem schön, wenn man das sehen kann. Wir haben hier das Museum of the North zum Beispiel. Da ist ein Haufen so Geschichte drin über das ganze Leben hier, wie das entstanden ist und so. Die haben auch eine... Das ist in der University of Alaska, die ist hier in Fairbanks. Da ist auch das LARS mit angeschlossen. Das ist Large Animal Research Station. Da kann man Muskoxes zum Beispiel sehen. Das ist auch eins meiner totalen Highlights. Ich war gestern Abend erst da. Wir kaufen uns immer einen Burger bei A&W und fahren dann zu den Muskoxes auf den Parkplatz und gucken einfach und essen dort. Also, dass man diese Überlebenden aus der Eiszeit da rumspazieren sehen kann. Die haben auch wahrscheinlich kann man das nirgendwo so wie da, oder? Weil es da ja wirklich, man hat das Gefühl, diese Zeitspanne, die wir so in der Zivilisation haben, ist da irgendwie kürzer. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Ja. Dass man noch mehr so Bezug zu dieser Zeit irgendwie hat, dass man das noch mehr auch zeigt? Ja, weil wir haben ja hier auch, ich meine, wir haben dauernd Winter, du fühlst dich manchmal so. Wir haben hier, wir haben hier Permafrost, nennt sich das. Also der Boden ist ja permanent gefroren. Deswegen hier on post in Fort Wainwright, wir haben eine Straße hier von mir zur Commissary, also zum Supermarkt. Die ist wie eine Buckelpiste, wie ein Rollercoaster, weil die Permafrost-Hives, nennt man die, oder Heaves, die beulen die Straße hoch, weil es halt ein bisschen antaut und dann sich wieder zusammenzieht. Also du bist hier schon wirklich auf einer vulkanischen Eisscholle, sage ich mal. Da passen die Muskoxes halt hin. Ich glaube, das heißt Moschusochsen auf Deutsch. Mhm. Die haben da auch Rentiere. Also die haben ein Picknick-Area. Da würde ich dir einen Kaffee mitnehmen von einer von diesen unzähligen Coffee-Huts, die es hier gibt in Fairbanks. Das ist hier so custom. Also die stehen überall, sind so kleine Hütten, wo man vorbeifährt und sich einen Kaffee holt. Die Alaskans lieben ihren Kaffee. Der muss immer mit. Also da gibt es bestimmt, lass mich lügen, 30 oder so verschiedene Espresso-Huts in der Stadt. Dann können wir zum Santa House fahren, nach North Pole. Das ist gleich nebenan von uns. Das sind so 5 Meilen oder 15 Meilen, dass ich nicht lüge. Auf dem Highway, da wohnt Santa. Und seine Rentiere, der hat da seine... Da gibt es ein Santa Store und ein Santa House und dann sind die Reindeers, die sind extra in der Antler Academy in so einem Barn.
kann man auch hingehen, kann man besuchen. Santa ist auch oft da, der sitzt auf seinem Stuhl mit Mrs. Klaus. Kann man echt? Fotos machen. Oh, ja. Cool. Die ganze Stadt ist aber schön. Die haben hier Candy Canes, also diese Zuckerstangen als Straßenlaternen in North Pole. Ach, ist das niedlich. Ganzjährig. Also das ist da immer musst du mir bitte dann noch ein Bild beigeben, damit ich das posten kann zu dem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Da fahre ich oft dran vorbei. Mein Tierarzt ist gleich um die Ecke von da und ich liebe es. Ich fahre da so gern hin und gucke einfach die Rentiere an, die da warten, bis die Saison wieder losgeht bald. Also losfliegen kann. Und ja, wir haben hier auch noch diverse Seen, wo man hingehen kann. Also wenn würdest du jetzt gerne fischen oder so, ungeahnte Möglichkeiten, da kann man überall hinfahren und kann fischen, kajaken, Paddleboard fahren, was auch immer man machen will im Winter. Wenn du im Winter kommen würdest, würde ich sagen, Schlittenhundetour, gibt es ganz viele hier. Oder die Hot Springs, wir haben hier eine heiße Quelle, so eine Stunde außerhalb von der Stadt, da kann man im Winter, wir waren da drin, da frieren die dann die Haare ein, das schaut voll lustig aus, wie Ramennudeln. Was ist so dein Lieblingsding? Also man hat ja oft so, dass man, wenn man irgendwo hinzieht, erstmal alles erkundet und dann hat man so eine Sache, die liebt man so voll und die macht man dann immer nur. Was ist so dein totales Highlight? Nee, gibt's ich so schlepp meinen Mann immer raus in den China River Recreation Area, glaube ich, ist der volle Name. Das ist auch so ein Park im Park hier. Da ist so ein, das ist der China River, also einer von den beiden großen Flüssen, die hier durchlaufen. Und der ist einfach nur schön. Also da gibt es so einen Haufen so kleine Pullovers, wo man campen kann oder wo man hier ein Lagerfeuer machen kann und das ist einfach ein wunderschöner Fluss hier und da kann man sich hinsetzen und dann kann man einfach sitzen und die Natur anschauen. Also gerade jetzt, wenn es alles so grün ist, ist einfach nur wunderschön. Also das finde ich ganz, ganz toll. Und wenn man Glück hat, kommt ein Wolf. Bis der Grizzly hinter dir steht. Bis der Grizzly, da muss man aufpassen. Also wenn man tiefer als wandern gehen will oder so, hier gibt es ja ganz, ganz viele Trails. Also man sollte schon entweder eine Dose Bärspray dabei haben oder halt eine Waffe oder irgendwie, weil die sind halt überall und mit Bären, also nee, ist nicht so gut Kirschen essen oder Honig essen. Wie Muße weit kommen die so in, nee, Muße auch nicht, ne? Gerade wenn die balzen oder wie sagt man dazu? Nee, die sind immer gefährlich, also die Muße, die sind fürchterlich süß, aber die sind sehr gefährlich, gerade wenn sie schwanger sind oder Kinder dabei haben und die haben ja meistens Kälber im Schlepptau, die trampeln einen tot. Es werden mehr mehr Leute von Muße getötet hier in Alaska als von Bären, weil die halt sehr, sehr protective sind und die Leute sind einfach dumm. Also muss man schon sagen, du kannst nicht einfach auch ein wildes Tier hingehen und versuchen, die zu streicheln, nur weil die Nase süß ist. Also das, zumindest die Touristen, ne, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch im Yellowstone total absurd, was die da so machen. Ja, es ist wirklich, wirklich gefährlich. Und die haben so 1700 Pounds, was die wiegen. Also die sind unfassbar schwer und groß und sie sind so schnell. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich habe immer ganz, ganz tolle Moose-Bilder, aber die sind wirklich mit Zoom von respektvollem Abstand gemacht. Ja, und das ist ja auch richtig, ne? Dass man da die Natur ja auch Natur sein lässt und nicht, weil man das jetzt gerade mal erleben darf, deren Territorium geht. Ne? Ja, es ist auch verboten, sie zu füttern. Ja, da auch, Gottes Willen. Wie weit sind denn so die nächsten Nationalparks von dir? Also ist das... ist das was ihr schon mal gemacht habt oder ist das was auch schaffbar ist von Fairbanks aus? Wie muss man das planen? Also, welche würdest du da empfehlen? Also von Fairbanks aus, der Denali National Park ist natürlich in absoluter Reichweite. Also der ist zwischen uns und Anchorage. Wir müssen da durchfahren, wenn wir nach Anchorage wollen. Der Denali National Park hat eine Park Road, wo man reinfahren kann. Das ist circa 2 Stunden von hier Richtung Süden. Der geht, 40 Meilen, ich weiß gar nicht. Die Straße geht weit rein, aber man darf die nicht fahren selber. Bis zu Meile 15 kann man gratis mit dem eigenen Auto auf so einer Schotterstraße halt reinfahren. Es ist Hit or Miss. Die Touristen sind mal gerne enttäuscht, wenn halt kein Tier da steht.
Also wir sind auch schon durchgefahren und hatten gar nichts, außer ein Eichhörnchen oder so. Und dann am anderen Tag stand Moose mit Kalb direkt neben meiner Autotür. Und das ist einfach nur wunderschön zu sehen, weil halt der Denali, wenn es klar ist, sieht man halt den Denali. Der ist ja der höchste Berg Nordamerikas. Und bis Meile 15 kann man reinfahren. Dann drehst du halt um und fährst wieder raus. Beziehungsweise, wenn Off-Season ist, ich glaube im Mai sind es 4 Wochen oder so, wo man bis Meile 30 reinfahren kann. Und ab dann sind es Bustouren. Also wenn Touristen machen meistens dann diese Shuttle-Touren. Da gibt es also Hop-On, Hop-Off-Dinger, wo man dann in diesem weiteren Verlauf vom Park ein bisschen wandern kann oder einfach nur gucken. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann der nächste, der kommt, ist bei Anchorage. Das ist Chugach State Park, da ist es auch, das sind auch ganz viele Berge und das sind Kenai Peninsula, sind Bären und da ist auch ganz, ganz viel zu gucken. Also gibt es viele. Was ist so aber dein Highlight? Das auf einen Tag. Nee, das mein Highlight? Oder was würdest du so raten, wenn ich sagen würde, Mensch, du Alaska, das fehlt mir jetzt noch auf meiner Bucketliste. Ich komme jetzt erstmal zu dir, dann machen wir ja Center House auf jeden Fall. Das habe ich ja jetzt hier schon mal dick auf meiner Liste stehen. Und China River finde ich auch. Hast du mich jetzt auch schon total hier mitgekriegt. Und dann starte ich und möchte mir Alaska angucken. Was würdest du überhaupt empfehlen? Würdest du sagen, Autotour ist schön und es gibt immer irgendwelche Hotels zum Übernachten, oder würdest du sagen, Wohnmobil ist auf jeden Fall ratsam? Ich vermute mal, es geht sowieso nur in den Sommermonaten, wahrscheinlich irgendwie Mai bis September oder so. So circa, ja. Wie würdest du mich losschicken? Was würdest du mir empfehlen, was die beste Art ist, so viel wie möglich von der Schönheit Alaskas zu entdecken, und wohin würdest du mich zuerst schicken? Okay, also ich würde dich zuerst mal nach Anchorage schicken. Da ist der Ted Stevens International Airport. Es gibt einen Haufen Direktflüge nach Continental USA, aber auch nach Europa. Anchorage ist immer eine gute Basis, würde ich sagen. Wenn es kommt halt darauf an, in welcher Season du jetzt hierher wollen würdest. Also im Winter sind viele Touristen, die machen Nordlichter. Trips. Also die fliegen hier auch nur her wegen den Auroras, die machen dann Tours mit oder gehen selber los. Es ist halt, kommt darauf an, wie das Wetter ist. Manchmal gefährlich, wenn die Touris auf den Berg rauffahren wollen oder so. Du kannst im Winter Snow Machine Tours machen, du kannst Eis fischen, du kannst auch Schlitten. Ein Erlebnis, oder? Ja, so. Ja. Wahrscheinlich auch anders, cool, weil man nicht so flächenmäßig vielleicht so viel machen kann, aber trotzdem auch mal ein ganz anderes. Ja, klingt auch sehr spannend. Ja. Machen wahrscheinlich nicht so viele, oder? Dass die im Winter doch? Ja, es sind schon einige. Also ich bin in so einer lokalen Aurora-Gruppe drin, auch im Facebook, und es sind schon sehr, sehr viele, die für ein paar Tage halt dann direkt absichtlich nach Fairbanks fliegen, weil wir hier einfach eine, ja, was heißt Garantie, gibt es nie, aber die Nordlichter, die gehen, es geht so nach Stärke, also da gibt es so einen KP-Wert, heißt der. Der geht von 0 bis, ich glaube, 8 oder 9, 10, so die Ecke. Und wir sehen Aurora hier mit KP 0. Also selbst wenn die Werte kacke sind, auf Deutsch gesagt, sehen wir hier trotzdem Nordlichter, weil unsere Location so genau unter dem Oval ist. Deswegen, wenn Nordlichter ein Thema sind für jemanden, der sollte nicht nach Anchorage fahren, weil das ist halt im Süden. Die haben zwar auch Nordlichter, aber nicht so sicher und nicht so garantiert wie wir. Die haben auch nicht so lange Nacht wie wir, respektive auch nicht so lange Sonne wie wir. Mhm. Also es ist dasselbe Staat, aber es ist ein komplett anderes Ding da im Süden. Und Aurora ist hier schon sehr, sehr populärer Topic für Touristen. Die kommen aus aller Herren Länder. Also es ist wirklich cool. Die machen Tours. Es gibt hier so ein China Hot Springs Resort, heißt es. Die haben ganz witzige Fahrzeuge. Die haben so kleine Mini-Kabinen-Panzerchen, wie sie es beim Militär haben. Solche Raupen mit Kabinen drauf. Und dann fahren die Touristen den Berg drauf damit. Also ich muss das, glaube ich, irgendwann mal machen, weil nur damit ich das gemacht habe, weil es ist witzig. Also das wäre jetzt schon unter meiner Kategorie, wofür lohnt es sich wirklich Geld auszugeben? Ja, würdest du das wahrscheinlich halt machen? Ne? Oder Schlitten, wahrscheinlich auch so eine
Schlittenfahrt, Hundeschlittenfahrt würdest du wahrscheinlich auch empfehlen im Winter, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, je nach, ist eine Budgetsache, ganz ehrlich, gerade im Sommer, wenn man jetzt hierher kommt. Wenn man Alaska, da denkt man mal, ja, die wohnen ja in Iglus und das ist ja alles Wildnis. Aber diese Wildnis kostet einen Haufen Geld. Mm. Also man braucht wirklich ein gutes Budget, um hierher zu kommen. Ich habe das jetzt gerade ganz frisch auf dem Zettel, weil ich eben nach Anchorage fahren will im Juli jetzt. Das Hotel, wo wir so immer sind, haben wir 3 Nächte, ich glaube, das haben wir bezahlt im April, wie wir waren, $280 oder so. Jetzt sind wir bei 850, selbes Hotel, 3 Nächte. Also ja, weil es nicht so viel gibt. Ne? Das ja, ist ja sehr saisonal. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich es auch, das ist ja in den Nationalparks sowieso immer, dass das so unfassbar teuer dort ist. Dort ist, ne? Es ja noch schlimmer, ja. Mhm. Dort ist es noch schlimmer. Also es ist halt nichts fancy irgendwie. Das ist ein La Quinta, also das kennen die hier. Ja, also so. So ganz normal, stinknormales, ja, nur zum Schlafen Hotel. Wahnsinn. Und selbst das, also die Preise sind schon explodiert. Ich hatte dann überlegt, vielleicht sollten wir uns ein RV mieten für 3 Tage. Da hätte ich dann $1,900 hinlegen müssen dafür im Juni. Also die Preise auch in Fairbanks sind zwischen Ende Mai und September wirklich, also extrem teuer. Unfassbar. Also das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Im Winter komme ich natürlich zu dir und gucke mir die Nordlichter an und mache die China River, die ganzen Schlittentouren und so. Im Sommer komme ich auch erstmal zu dir sowieso. Ich meine, Kaffee mit dir trinken muss man sowieso. Ne? Und dann schickst du mich aber sozusagen wieder runter Richtung Anchorage, erstmal den Denali. Und wo geht's dann weiter? Wie lange würdest du mich auf die Reise schicken, um so die Top-Highlights in Alaska zu sehen? Und was würdest du mir, also das ist natürlich immer, jeder hat eine andere Meinung, aber ich möchte deine wissen. Was würdest du mir empfehlen, wie ich so viel wie möglich von Alaska, was nicht quantitativ ist, sondern qualitativ gemeint ist, so viel wie möglich von Alaska qualitativ erleben kann? Wie würdest du mich dann auf die Reise schicken? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was du machen kannst. Ich meine, wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, ich sag mal, man kann hier sein ganzes Leben leben und man kann nicht alles sehen, weil es einfach viel zu groß ist. Aber so eine 1 Monate RV-Tour zum Beispiel wäre bestimmt mega. Ich meine, du musst schon rechnen, wie lange du brauchst, um von A nach B zu kommen, auch wenn das ja auch schon ein Erlebnis ist, weil man halt Aussichten hat und Sachen sieht, die man so gar nicht erwartet. Aber es ist ja alles sehr, sehr weit verteilt und du musst schon Wegstrecke zurücklegen. Also wenn jetzt einer sagt, ich gehe jetzt für eine Woche nach Alaska, da wirst du nicht viel abdecken können mit der einen Woche, weil gerade im Süden unten ist es halt durch die Sommermonate schon sehr, sehr, sehr toll. Also du kannst wandern, unfassbar viele Trails sind da, du kannst ATV-Tours machen. Es ist Wahlsaison bei uns gerade, deswegen bin ich so antsy, dass wir runterfahren. Endlich haben wir extra Fernglas gekauft. Ja, die sind hier auch bei uns gerade in Kalifornien. Ja. Die sind nicht mal. Ja, 3 Meilen von uns wurden jetzt diese ganz großen Pottwale gesichtet, wir leben in Südkalifornien. War total. Wir haben Humpbacks gesehen in Virginia sogar. Die kommen im Winter nach Virginia. Das ist echt krass. Aber hier sind halt Orcas. Ja. Unterwegs. Und das ist so eins von meiner Lebensbucketlist. Das ist dann da im Süden in Seward kann man so eine. Das ist eins der Dinge, wo du am Anfang gefragt hast, was man unbedingt machen muss, ist eine Wildlife Cruise. Unbedingt. Also wenn man nach Alaska kommt, mach eine Wildlife Cruise, egal was. Von Anchorage aus dann wahrscheinlich. Von oder? Seward. Von Seward. Das ist so eine kleine Hafenstadt, die ist ungefähr, wie lange sind wir gefahren? 2 Stunden von Anchorage aus Richtung Süden. Der Weg dahin alleine ist unfassbar schön. Du fährst da genau am Meer entlang, die erste Strecke davon, wo auch die Belugas drin sind, in dem Fjord oder in dem Bay. Da gibt es auch ganz viele Pullovers, wo man stehen bleiben kann und einfach schauen kann. Kann ich dir gerne mal ein Bild zeigen. Ich habe Fotos davon, wie es gerade geschmolzen ist, wo die ganzen Eisschollen drauf waren, wie wir das letzte Mal da waren.
Und dann fährst du halt durch den Kenai National Park oder den Kenai Park. Das sind jetzt mittlerweile auch die Bären wach. Es kann schon sein, dass dir da einer über die Straße läuft. Also das ist schon unfassbar schöne Berglandschaft. Und dann kommst du halt nach Seward, türkises Wasser, Seeotter im Hafen. Ist schon wirklich schön da. Und von da aus kann man dann diese Fjord-Cruises und Wildlife-Cruises machen. Die gibt es mit 3 Stunden oder 3,5 und dann 6 Stunden und ich glaube sogar noch eine längere. Und egal, was das kostet, also das ist es wirklich wert. Lohnt sich. Freundin von mir, letztes Jahr, die hatte eine ganze Herde Orcas neben ihrem Schiff. Dann kann man diese Puffins sehen, also so eine, diese fluffigen Vögel und andere Wale. Es gibt Minke Whales, es gibt Humpbacks, dann halt Belugas. Also unfassbar viel Wildlife im Wasser. Und das ist wirklich schön. Seward ist auf einen Tag abgearbeitet, weil es wirklich klein ist. Aber der Hafen, das Wasser ist wirklich traumhaft. Also kriegst du auch ein Foto. Ich habe da auch so ein schönes Bild von dem Meer dort gemacht. Das ist wirklich schön. Faszinierend. Das würde ich unbedingt machen. Also ich halte nochmal zusammen Wohnmobil und du würdest mich sofort erstmal durch den Denali Richtung Anchorage schicken, von Anchorage zur Südküste, um die Wahltour zu machen. Wo geht's von dort aus hin? Dann fahren wir wieder zurück. Es gibt ja noch ein anderes Städtchen da draußen, das ist, da muss man so eine Abzweigung fahren auf dem Weg von Seward nach Anchorage zurück, das heißt Whittier. Da ist es auch wunderschön, das ist auch so ein kleines Hafenstädtchen. Da muss man durch den, ich weiß nicht, ob ich jetzt lüge, ich glaube, es ist Nordamerikas längster einspuriger Bergtunnel, also du kannst nach Whittier nur durch diesen Tunnel fahren. Da geht der Verkehr. Ist die Pan America wahrscheinlich dann oben auch, oder schon? Geht die da schon los? Nee? Ich glaube nicht, nee. Weil das ist nur die Straße nach Whittier. Die haben da durch den Berg gebohrt. Okay. Und du teilst da das mit dem Gegenverkehr und mit der Railway, also mit dem Zug. Und dann kannst du nur einmal in der Stunde durch und der ist, 6 Meilen oder so. Also auf jeden Fall durchs Gestein, wie durch eine Mine. Da kann man stehen bleiben, dann ist der ein Glacier, der Portage Glacier ist auf dem Weg nach Seward auch. Da kann man auch einfach hinfahren, den sieht man dann. Wer drauf steht, der kann auch mit dem Helikopter von Anchorage aus so eine Glacier-Tour machen. Kostet natürlich, also ich glaube, was 250 pro Nase und wenn man landen will, dann nochmal 150 mehr oder so in dem Dreh kann man machen. Was ich in der Ecke ganz geliebt habe, war in Palmer, das ist auch so eine Stadt bei Anchorage, da gibt es eine Reindeer Farm, kommt der Tierliebhaber wieder durch. Die haben Rocky und Lucy, das sind 2 Orphan, also 2 Waisen Moose, die leben da und die kann man streicheln. Und das war, ich wollte weinen, ehrlich. Also es war wirklich unfassbar beeindruckend, diese Tiere so nah zu sehen. Und da kann man halt, I kiss a Moose, da gibt's die geben dir so einen Treat und dann kannst du das dem Rocky hinhalten, der kann dich dann, der nimmt dann den Treat von dir, also ja, aus dem Mund mehr oder weniger und du kannst Bild machen und dann kannst du sagen, ich habe Moose geküsst in Alaska. Also, das ist ganz, ganz toll. Kostet $15, glaube ich, ungefähr der Eintritt. Die machen eine Tour, die erklären dir viel, die haben Reindeers, die haben Elk, Lamas haben sie, Alpakas und halt diese Moose und einen ganz, ganz alten, grantigen Muskochsen named Dolly. Wie niedlich. Also was du so sagst, ist, dass es nicht unbedingt immer nur die großen, tollen, spektakulären Sachen sind, sondern dass auch auf dem Weg auch so viele Erlebnisse sind, die man auch nur in Alaska hat und die dann nicht unbedingt ein Fortune kosten, wenn man jetzt vielleicht mit einer Familie reist oder mit einem schmalen Budget reist. Oder ne? Also das, wenn man naturaffin ist, findet man hier immer irgendwas zu gucken. Wenn man Fotos machen will, sind so viele Fotografen hier auch unterwegs, weil du halt Eindrücke sammeln kannst, die du nirgendwo auf der Welt bekommst, außer hier. Du kannst zum Arctic Circle hochfahren. Vielleicht machen wir das irgendwann. Das ist von hier aus 8 Stunden hoch über eine Schotterpiste. Also da braucht man Benzinkanister und Ersatzreifen, die man mitnehmen muss. Da gibt's ja kein Cell-Network im Ganzen. Sobald du aus der Stadt raus bist, ist halt das Handysignal weg. Wahnsinn! Also du hast nichts, so ein Albtraum, ne? Also das finde ich so. Stell dir vor, du bleibst irgendwo liegen, kein Handyempfang, kein Benzin, kein Mensch kommt vorbei. Ja, genau.
Es ist mein Albtraum auch, denk dir nichts. Ich habe schon versucht, meinen Mann hier zu überreden, dass wir so ein Satellitentelefon kaufen. Ja. Also im Denali Park, wenn man durchfährt, ich war erstaunt, da ist sogar, die haben da einen Cell Tower aufgestellt. Also ich bin echt dankbar, weil das sind 5 Stunden, wo du da durchkutscht, mehr oder weniger. Und wenn man da liegen bleibt, ich meine, es fährt schon jemand vorbei, aber trotzdem, im Winter ist es wirklich gefährlich. Ja, aber wer weiß, ne? Genau. Und wer kommt da vorbei? Aber ich glaube, so die Alaska, wie heißen die? Alaska-Einwohner? Alaskans. Alaskans sind unheimlich nette Leute, oder? Ja. Also die sind, ich kenne es von Virginia, diese Südstaatenfreundlichkeit, und das hast du hier auch. Also die sind, ist ein eigener Schlag, die sind ein wenig schrullig hier, aber die sind sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfsbereit. Also egal, wer hier Hilfe braucht, bekommt Hilfe von der Community. Die sind sehr, 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 sehr nette Leute. Und hast du so das Gefühl, dass es sicher ist für dich, mal abgesehen natürlich von dem Wildlife, was das natürlich so birgt, wo du so gerade von erzählt hast, aber so insgesamt, so Crime, wie ist das dort in Alaska? Ja, also das muss man schon ganz ehrlich sagen, es gibt schon hier sehr, sehr schäbige Ecken, also auch in Fairbanks, wir sind ja hier eine Kleinstadt, ich glaube, das sind 30.000 Einwohner, inklusive dieser riesigen Military Community, die hier wohnt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich bin froh, dass wir on post wohnen, also auf Fort Wainwright im Military Housing. Mhm. Erstens mal, weil wir uns nicht rumschlagen müssen mit Wasser fahren. Also es gibt viele, die wohnen so, die müssen ihr eigenes Wasser liefern lassen, oder die Ölkosten im Winter hier sind utopisch. Die Stromkosten sind utopisch, weil du halt dein Auto einstecken musst im Winter. Und damit auch nicht alles einfriert. Wahnsinn. Ja, genau. Die haben hier alle so einen Stecker vorne rausbaumeln. Das ist eins, wo meine Instagram-Follower mich sehr oft fragen, warum mein Auto vorne einen Stecker hat. Aber das ist, damit der an Strom geht, damit der Motor nicht stirbt, wenn der länger steht. Und es sind schon so Gegenden hier. Also ich sag mal, Meth ist ein Problem, würde ich sagen. Also Drogen, Einsamkeit wahrscheinlich, ne? Ja. Ich meine, wenn du mir jetzt sagst, du willst hierher ziehen, würdest du sagen, Anchorage, würde ich sagen, go ahead, mach das, ist cool, hat auch böse Ecken. Also wär gelogen, wenn ich sagen würde, nicht. Aber Fairbanks selber ist für jemanden, der nicht dafür gemacht ist, sage ich mal, wirklich eine Herausforderung. Du hast diese Dunkelheit. Ist halt so, ne, im September, also wir verlieren ab morgen, heute ist ja Summer Solstice. Ich habe gestern im Insta erzählt, es ist Summer Solstice, dabei ist es heute. Also und, Sonnenwende, ne, also das ist der längste Tag, und ab jetzt geht es wieder rückwärts. Genau, wir verlieren jeden Tag so 6 Minuten, und bis zur Winter Solstice, die ist im Januar, dass ich jetzt nicht lüge, wir sind dann halt runter auf 2 Stunden Tageslicht, in Anführungszeichen. Es um ist, Gottes Willen. Nur dunkel, also, und es wird dann nicht hell. Also die Sonne kommt kaum über den Horizont in diesen 2-3 Stunden, wo man haben. Ich ziehe nicht zu dir. Also ich bleibe lieber in Kalifornien. Also wir haben ja auch eine Weile in Oregon. Ja, nee, das ist also wirklich, mein Mann hat da unheimlich drin. Ja, wir haben ja in Oregon gelebt, und da war das schon spürbar. Ne? Und weil das Oregon ist ja schon weit an der kanadischen Grenze hoch. Ja. Und es da merkst düster. Du... Ja, da merkst du schon im Winter, wie lange dunkel, wie wenig hell. Und ich muss dir sagen, nach anderthalb Jahren jetzt hier in Kalifornien ist das eines der größten Geschenke, die man hat. Ja. Das ganze Jahr Sonne, das ganze Jahr Helligkeit, das ganze Jahr decent temperatures, ne? Also nie unter 15, nie über 25. Es ist aber schon, das klingt nicht perfekt. Ja, gut, es gibt auch Schattenseiten, ne? Natürlich auch homeless und dicht besiedelt und hohe Kosten und so. Also gibt es halt auch keinen perfekten Ort, habe ich so gelernt. Ne? Das ist es das stimmt. Aber es ist in Virginia once the hurricanes, also das ist überall so eine Sache. Aber hier musst halt Vitamin D nehmen, also das mache ich zum Beispiel jeden Tag 1000 IU. Ich nehme das ganze Jahr über Vitamin D, weil von der Dunkelheit, du bist halt irgendwann so ausgelaugt, dass du wachst auf und hast müde Augen. Also so eine, ich hatte das in Virginia sogar mal im Winter, wie ich damals hier nach Amerika gekommen bin. Ich durfte das erste halbe Jahr nicht arbeiten oder Auto fahren, und ich war halt viel drin. Und ich hatte das da schon, und dann dachte ich mir, oh Gott, wie geht's mir dann in Alaska mit dieser Dunkelheit? Ja. Ich meine, es ist wirklich was, wo man mit
umgehen können muss. Ja. Ich weiß, dass Suizid ein großes Thema ist hier, dass Depressionen ein großes Thema sind, weil halt viele, die können nicht damit umgehen, gerade auch jetzt die Military Community, die meisten, die waren noch nie von daheim weg und die kommen halt aus Texas oder aus Florida oder wo auch immer. Und da ist es schon extreme Umstellung, wenn man dann hierher kommt. Ja, ich glaube, du musst wirklich so ein Naturliebhaber sein, der so die Kraft in der Natur, im Fischen, in Wandern, in Mountainbiking oder was auch immer so findet, um wirklich dieses volle Potenzial dieser Gegend auch ausschöpfen zu können. Ne? Das sagst du ganz richtig, ja. Also mein Mann zum Beispiel, der ist extrem outdoorsy, der liebt es hier. Der geht fischen, dann ist ja diese ganze Lachsfisch-Sache in Anchorage, deswegen fahren wir ja dahin jetzt auch demnächst. Der geht da total auf und ich bin mehr so der Spaziergänger, sage ich mal. Also ich bin wirklich nicht sportlich, ich habe Höhenangst, ich habe Sturzangst. Für mich ist das schon schwer. Ich bin halt der Fotograf, ne? Also wir haben uns hier schon arrangiert, das passt schon. Ich besitze jetzt auch mein eigenes Kajak seit ein paar Tagen. Wow. Freunde und Family lachen schon, weil die sagen, du bist die Letzte auf diesem Planeten, wo wir erwartet hätten, dass du einen Kajak kaufst. Ja, ich meine, man verbraucht das so ein bisschen, ne? Ja, aber so wirklich. Fischen, also genau, das ist ja nochmal auch so meine Frage. Für wen ist das was, sowohl im Urlaub als auch vielleicht vom Leben her? Ist es eher wirklich für Naturmenschen, die vielleicht auch zu einer kleineren Community eher so connecten möchten, versus wenn du eher gerne wirklich Shopping brauchst dann und viele Menschen um dich herum und Kommunikation, dann ist sicherlich Alaska nicht. Aber ich glaube, das ist so auch Common Sense irgendwie. Wie ist das denn? Die Leute unterschätzen. Ja, das glaube ich. Wie ist das denn? Du hast gesagt, dass das sehr teuer ist in den Sommersaison, was so Tourismus ist. Ist es auch sonst teuer von den Lebenskosten? Also Einkäufe, Essen gehen, Ausgehen im Vergleich jetzt kannst du, Ja, also der Faktor ist ja das Schiff, dass halt unsere ganzen Sachen importiert werden müssen. Weil es wächst nichts, es ist kein klar, wie auch mit Frost. Ne? Nee, also bei uns hier überhaupt nicht. Das Einzige, was hier wächst in der Natur, sind Beeren. Das ist es. Also du kannst hier Himbeeren und Blueberries und alles Mögliche kannst du hier pflücken. Also da gibt es, das wächst schon. Aber so das klassische Gemüse, also du hast ein sehr kurzes Fenster. Ich kenne eine, die ist in Wasilla, also das ist auch bei Anchorage, die macht dann Homestead. Die hat so ein, die würden am liebsten Selbstversorger sein, die hat halt Beete und so ein Zeug. Und ich sehe das bei der, die hat da wirklich ein straffes Fenster, wo sie anbauen kann, damit sie ernten kann, weil halt der Frost kommt und du hast wirklich da wenig Zeit und deswegen geht es hier gar nicht, eine Landwirtschaft zu haben. Und dann hast halt die Transportwege und du musst alles Mögliche hierher importieren, als wäre man irgendwo auf einer Insel. Das macht natürlich teuer, ne? Klar. Von dem her zahlst du schon. Also je weiter nach Norden du kommst, desto teurer wird es natürlich, wenn du ganz oben am Arktischen Ozean, das sind dann so Städte wie Utqiagvik oder da ist Nome oder Prudhoe Bay, da zahlst du halt dann $15 für ein Gallon Milk. Also die sind... Krass. Da kommst du dann mit dem Auto kaum. Also nach Utqiagvik zum Beispiel kann man nur einfliegen, da kann man gar nicht hinfahren. Das ist diese Stadt, wo immer im Fernsehen kommt, die 96 Tage keine Sonne hat. Also wie kalt wird das denn so im Winter? Was waren denn so die kältesten Temperaturen, die du im Winter hattest? Minus 43 letztes Jahr, das war mein kältestes. Celsius. Bei dieser Minusgradzahl ist Celsius und Fahrenheit wieder gleich. Nee, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss ja immer für mein Instagram und für meine Mutter muss ich immer alles auf Celsius übersetzen und ich habe gemerkt, je kälter das wird, desto näher gehen die Temperaturen wieder zusammen. Also es macht keinen Sinn. Minus 43. Kriegt man die Lippen noch auseinander dabei oder sind die auch schon eingefroren? Das geht noch. Die Augenlider sind immer zugefroren. Letzten Winter jetzt mal, wo ich nachts draußen war und Nordlichter fotografieren. Ich dachte mir, wieso gehen das Auge nicht mehr auf? Und dann habe ich gemerkt, ich habe da Eisklumpen an den Wimpern. Ist ja krass. Und wie warm wird das dann im Sommer so maximal?
Ich kann es dir jetzt auf Celsius gar nicht sagen, also so 80 bis 90 Fahrenheit, also so um die 30 Celsius schätze ich 30 mal. 30 Grad. Mhm. Ja. Ja. Und dann also wahrscheinlich sehr schon, heiß plötzlich, oder? Es ist sehr, sehr, sehr viel heißer gefühlt, als es jetzt ist. Ich meine, wir waren in Virginia, ich kenne Hitze und ich kenne Schwüle. Habe ich jetzt da kein Problem damit. Aber hier ist es halt viel, viel extremer wegen der Nähe zur Sonne. Also wir laufen hier ab ja, 0 Grad mit Hoodie rum und ab so 14 im T-Shirt, also Celsius. Weil du diese Temperatur viel mehr fühlst, du verbrennst da viel schneller. Ja, also stimmt. Und das ist mir immer so komisch, ja. Ne? Wenn wir dann schon mal so gereist sind und irgendwo am Glacier waren oder so, wirklich an der kanadischen Grenze und dann ist es total kalt, ich Mütze, Jacke an und dann laufen die Einheimischen da im T-Shirt rum und Flipflops, wo ich dann so denke, hä? Also ich habe jetzt zwei Winter hinter mir und deshalb meine Kleidung hat sich schon angepasst mittlerweile. Ja. Den ersten Winter, da hatte ich immer die Snowpants an und die Leggings drunter und noch was und mittlerweile bin ich jetzt auch schon so, meine Freundin hat gesagt, sie läuft nur in Hoodies und Hose rum. Und ich habe immer gesagt, du spinnst doch. Und jetzt mittlerweile, also mache ich das auch. Das Einzige, was man sich merken muss, wenn man nach Alaska zieht, niemals Denim auf nackten Körper. Also keine Jeanshosen, wenn es so kalt ist, weil das tut gescheit weh. Das glaube ich. Die Kälte leitet da so durch, ne? Durch die Jeanshose. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Also man muss immer eine Leggings drunter haben oder irgendwas, weil du von dem Stoff dann, du kriegst Frostbite. Also überall. Ich meine ganzen Beine waren rot. Das habe ich schon gelernt. Ja, und im Sommer gibt es auch unliebsame Tiere, oder? Ja, der Staatsvogel von Alaska kommt zurück aus der Hölle, so ungefähr im Mai. Also die Moskitos hier sind, sowas wünscht man niemanden zu erleben wie die. Also die sind schlimm, die sind wirklich schlimm. Die Südstaatler sagen immer, ja, wir kennen uns aus mit Moskitos, aber es ist nichts im Vergleich zu diesen fliegenden, attackierenden Biestern hier. Wir haben ganz viele Moskitos, ganz, ganz schlimm. Ja, ich habe das mal erlebt in Jackson Hole am Grand Teton. Wirklich, wo du da so stehst und innerhalb von Sekunden bist du eingehüllt in einem riesen Schwarm von Moskitos. Und das sind nicht Mücken, sondern richtige Moskitos, die richtig dick sind, so ein Pfennig groß sind, wo du so denkst, die hier, die größeren hier, die werden bis zu einem Inch, also 2,5 Zentimeter. Ja. Die sind riesig. Es ist, der Alaska-Moskito ist ein spezieller Moskito. Also die sind extrem aggressiv. Die sind wesentlich schlimmer als alle anderen Moskitos, egal wo. Und die sterben halt einfach nicht so schnell. Gell? Ist das so der größte Dealbreaker im Sommer, diese Viecher? Für mich wäre es das auf jeden Fall. Ich bin da so hyperallergisch drauf. Also, oh ja, also du kriegst hier wirklich Beulen, auch ohne dass du allergisch bist. Okay, ich komme im Winter. Ich glaube nicht. Ich komme im Winter, ich habe schon entschieden. Ja. Ich komme im Winter, mach die Nordlicht. Winter ist besser. Also mich hat vorgestern einer in die Hand gestochen und meine Hand ist angeschwollen. Also das was kann man da so machen? Gibt es da Tipps, die man so beherzigen Benadryl. Könnte? Benadryl horten. Also beim Sommer hier ist es überall ausverkauft. Also ich habe einen ganzen Stash Benadryl in meiner Schublade. Also so Antiallergikum und Mückenspray. Genau, das ist ja so eine Anti-Itch-Zeug. Ich weiß gar nicht, ob es dann ein deutsches Pendant dazu gibt oder so. Also hier heißt es Benadryl. Das geht in allen Varianten als Gel, als Stick. Von mir aus können die das ins Duschgel mischen. Also da wäre vielleicht musst du das erfinden. Das wäre vielleicht noch die Marktlücke. Ein moskitoabweisendes Duschgel und für Shampoo und so weiter. Ja, oh ja, das, spannend. Das aber ich meine, auf der anderen Seite steht natürlich eine großartige Natur, eine einzigartige Natur, die es wahrscheinlich so vergleichsweise überhaupt nicht in der Dimension gibt. Nee. Jetzt haben wir so viel über so die kleinen Wehwehchen gesprochen, die man natürlich in Kauf nimmt. Und wollte ich gerade sagen, wir wollen jetzt hier auch nicht so lästern. Ich glaube, so die im Gegensatz steht. Bring viel Geld mit, bring ein gescheites Auto. Und Mückenspray. Mückenspray und Klamotten zum Onion-Ding machen hier, diesen Zwiebellook machen. Und dann geht es schon. Also man muss hier ein Open Mind haben, sage ich jetzt mal. Wenn man campen mag oder so, das ist das Perfekte hier. Also du kannst hier überall an den Highways anhalten, du kannst campen. Ich meine, man muss halt immer aufpassen wegen dem Wildlife. Das ist wirklich eine Sache, dass da Bären
spazieren halt da gerne mal hin. Will man nicht aus der Nähe sehen. Mhm. Aber ansonsten, du kannst immer fischen. Also wir haben ja heute Solstice. Wir gehen, mein Mann hat gesagt, er hat eine andere längere Pause heute Nacht. Das ist voll cool, weil dann gehen wir nämlich Solstice fischen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Voll in der Nacht, also, oder? In der Nacht dann? Ja. Krass. Ja, oh, ich glaube, ich hatte 857 Mückenstiche danach, trotz Gesichtshelm. Also, aber, oh, Wahnsinn. Aber das macht halt Spaß. Also du kannst hier, die Alaskans nutzen die Sommer sehr, sehr, sehr aus. Also da ja. kannst du eine Oma nachts um eins nur beim Gatteln finden. Also das wird extrem gelebt. Hier ist ein Festival jetzt gewesen gestern hier, so Midnight Sun Festival. Man zelebriert hier den Sommer viel dankbarer und viel, wie sagt man den Humble, bescheidener. Ja, ist das sowieso was du so jetzt gelernt hast in diesen anderthalb Jahren, die du jetzt in Alaska bist, wirklich mehr zu schätzen, zu wissen, was man so hat und ja. wo wir so herkommen und wie du so gewohnt bist, auch zu leben, dass man so viele Sachen, die man so für so selbstverständlich hat, einfach auch mal dankbar sein kann oder auch für das, was dir diese Natur da so gibt? Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch, mir ist auch klar geworden, wie klein wir Menschen sind. Ja. Ich meine, was du meinst. Wir sind hier neulich, meine Nachbarn waren campen und wir haben die auf dem Campground besucht und es war so 2,5 Stunden auch außerhalb von der Stadt. Und wir sind dann nur so gefahren und dann sage ich zu meinem Mann, stell dir mal vor, du gehst hier verloren. Niemand findet dich nie. Ja. Weil du bist hier so klein und so wehrlos und so unwichtig. Und so hilflos, wenn du hier irgendwo strandest oder ja, nee, du erlebst Alaska dann eigentlich braucht diese keine Menschen. Ja, nee, du erlebst dann einfach, dass diese Natur viel länger da ist, viel größer ist, viel stärker ist und viel länger bleiben wird wie wir. Ne? Also genau. ich weiß genau, was du meinst. Also, ja. Ich kann das schwer beschreiben, aber. Ja, nee, ich weiß das. Also das habe ich das erste Mal erlebt, als ich am Grand Canyon stand und da in diese Riesenspalte da geguckt habe und du gar nicht dir vorstellen kannst. Dann habe ich das zweite Mal erlebt, als wir im Yosemite und kurz danach waren wir im Yellowstone. Da ist das auch so. Im Yellowstone, finde ich, wenn du durch dieses Gate kommst, dann hast du das Gefühl, okay, jetzt bist du in einer völlig anderen Welt. Diese Welt existiert schon so viele tausende, Millionen von Jahren und die wird es auch noch geben und dann gibt es schon gar kein Menschenleben mehr so ungefähr. Das denke ich mir auch immer, ja. Man wird ehrfürchtig. Und sehr, auch wenn sehr du, ehrfürchtig. Ja, voll. Und dann waren wir auf dem Glacier, diese Going to the Sun Road und oben auf diesem Platz, wo du so in diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie viele Glaciers das ist, wo du so guckst und du denkst so, krass. Ne? Ja, ich finde das immer, wenn ich mir so vorstelle, da ist noch nie ein Mensch vielleicht drüber gegangen. Das sage ich auch immer. Genau, das sage ich auch immer zu meinem Mann. Hier sind so viele Berge. Ich meine, es sind schon viele hier benannt auch. Ich weiß nicht, ob so. Ich hab mal so eine App geladen, die heißt Pike Finder oder so. Mhm. Bloß wir haben halt nie Netz. Ne? Jetzt kann ich immer nicht gucken mit dem Ding. Ja. Aber ich habe gesagt, ich wundere mich, wie viele Areas es gibt hier in Alaska, wo noch niemals jemand einen Fuß hingesetzt Fuß drauf, hat. Das finde ich so faszinierend. Ne? Das ist so und so du weißt gar nicht, was da ist. Was ist denn da so? Ne? Weil das vielleicht gibt es einen Sasquatch doch. Ja. Also ich meine, wer weiß, was da noch für Tiere rumlatschen in dieser Wildnis. Weil Alaska, wenn du dir die Map anguckst von Alaska, wir sind hier so das Nördlichste, was bis in Anführungszeichen dicht besiedelt ist. Und alles, was über uns drüber ist, das ist ja, also bis auf die Oilfields dann oben da, so Port Hope Bay, das ist ja die North Slope heißt das, da wo die ganzen Öldinger sind. Bis dazwischen drin, da sind ein paar wirklich richtige Einsiedler, die hier am Yukon River wohnen. Man nennt sie Bush People, die nennen sich ja selber Bush People, die kommen dann immer im Sommer für ihre Bestattungen oder für ein Einkaufen und die kommen dann immer hier in die Städte rein, weil die halt sonst auch nicht wirklich weg können von da. Klar, weil die eingefroren sind, eingeschneit sind. Ne? Ja, aber ansonsten ist da halt nichts. Ne? Ja, das kennt man nur aus dem Fernsehen und da auch nur so. Ja. Man kann sich nicht vorstellen. Ne? Nee. Ach das Mensch, ist wirklich, das ist wirklich riesig. So toll, dass du uns da heute echt mal mit in deine Welt und auf diese Reise mitgenommen hast. Sehr, sehr liebe gerne. Sabine, gibt es noch so eine Sache, die du gerne unseren Zuhörern aus deiner Welt, aus deiner derzeitigen Welt mitgeben möchtest?
Ja, es kommt drauf an. Also kommt nach Alaska, wenn ihr das wollt und genießt die Natur. Also es ist wirklich für Leute, die die Natur lieben, die gerne mal Nordlichter sehen würden, die mal andere Tiere sehen wollen, die ein bisschen abenteuerlustig sind, ist es ein Paradies auf Erden hier. Ein teures Paradies, aber es ist ein Paradies auf Erden. Wir haben alles von Bergen bis Meer, bis Wildnis, Wald und Seen und alles. Also es ist wirklich schön, die Leute sind nett. Es gibt gutes Essen und der Tourismus macht jetzt langsam wieder auf. Also ich hoffe, dass uns einige besuchen kommen können hier draußen. Mhm. Ja, und ich kann eigentlich das nur unterschreiben und vielleicht noch so dazufügen, schätzt die Natur einfach wieder. Ja. Ne? Also und das finde ich so. Vermüllt die Natur nicht, ehrt sie, schätzt sie, seid dankbar dafür und geht auch so respektvoll damit um. Das finde ich immer, wenn wir so unterwegs sind. Ja. Ne? Das sage ich auch. Mensch. Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und ich habe mir jetzt alles mitgeschrieben. Wir geben euch natürlich alle Links und Informationen mit. Und sollte noch irgendeine Frage offen sein, könnt ihr die Sabine über ihren Instagram-Account anschreiben oder auch mich. Und ich leite es gerne an die Sabine weiter. Also wer Interesse hat, wer mehr lernen möchte, wer mehr Infos braucht oder irgendwas, was jetzt nicht in den Shownotes vielleicht geschrieben ist, sehr, sehr gerne an mich oder an die Sabine. Und wir freuen uns, euch da die Fragen zu beantworten und euch ja vielleicht einen schönen Trip mitzuhelfen, zu organisieren. Und ja, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Sonnenwende. Dankeschön. Feier heute und ich freue mich weiterhin auf deinem Account mit in deinem Leben zu sein. Vielen Dank. Danke nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und es freut mich. Ich freue mich über jeden, der auf unserer kleinen Abenteuerreise hier dabei ist. Vielen, vielen Dank. Bis dann, liebe Sabine. Grüße nach Alaska. Dankeschön. Tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet großes Vergnügen mit der Sabine und mir durch die tolle Natur Alaskas zu grooven. Ich fand es sehr spannend, auch sehr lehrreich. Vieles, was ich wirklich noch nicht wusste. Und umso mehr bin ich jetzt neugierig, auch dort wirklich mal eine Reise hin zu planen. Ja, und wie schon auch im Podcast erwähnt, habt ihr noch Fragen? Ist irgendwas nicht deutlich erklärt oder ihr möchtet gerne mehr Reisetipps und Informationen haben, scheut also wirklich nicht, mich zu kontaktieren. Ich leite sehr gerne an Sabine weiter oder folgt ihr auf ihrem Instagram-Account, dann bekommt ihr also sozusagen immer so ein tägliches Update, welches Tier ihr wieder über den Weg gelaufen ist. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube subscribt oder mir auf Apple iTunes eine Review hinterlasst, liked und subscribed diesen Podcast, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und wie immer schön, dass du da warst. Dafür mache ich das und bis nächste Woche, deine Monique.